Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die vergangene Session ist wie im Juni 2019 im Zeichen des Klimas gestanden. Der Kantonsrat hat den von unserer Partei mit einem Postulat geforderten 180-seitigen Klimabericht zu unserer Zufriedenheit beraten. Zusammen mit dem Bericht hat der Kantonsrat zahlreiche Aufträge und Bemerkungen überwiesen und wir grossmehrheitlich unterstützt haben. Der Mitte sind folgende Hauptpunkte in der zukünftigen Klimapolitik wichtig. Mit der Sensibilisierung und der persönlichen Einstellung und der Anpassung von Denkansätzen übernimmt jeder Einzelne Verantwortung für eine soziale und solidarische Klimapolitik. Die öffentliche Hand übernimmt im Kanton Luzern konsequent Vorbildfunktion. Drittens, Tempo beim Ersatz von fossilen Heizungen und der Strom- und Wärmeproduktion aus erneuerbaren Quellen im Kanton Luzern soll erhöht werden. Viertens, finanzielle Mittel werden mit geeigneten Instrumenten eingesetzt und Investitionen mit grösstem Einsatz von Nutzen-Kosteneffekt priorisiert. Das Handeln im Kanton Luzern soll fünftens auf Bundesmassnahmen abgestimmt sein und im Sinne der Ganzheitlichkeit mit gesellschaftspolitischen Aspekten abgeglichen sein. Der Klimabericht ist ein Meilenstein in der Klimapolitik des Kantons Luzern. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mit diesen im AFP gesprochenen Mitteln kann anschliessend die konkrete Umsetzung der Massnahmen und die nötigen Gesetzesanpassungen angepackt werden. So, dass wir im Kanton Luzern das Ziel von Netto Null CO2-Emissionen bis 2050 erreichen können.